was mache ich jetzt, bis es dunkel wird? Fische fangen? Ich könnte nach der Fischanlage gucken. Achso, und ich kann natürlich auch immer weiter hier die Türme ordentlich setzen. Ihr habt keine Muni, weil... Dass er jetzt einmal komplett außen rumlaufen muss. Ja, das ist okay. Das hier sind auch schon die richtigen. Das da sind leider noch die falschen. Also bitte einmal hier... Euch komplett abreißen. Da drauf setzen. Darauf setzen. Gut. So, und da ist ein Fisch. Das ist ein gutes Zeichen. Es gab übrigens auch schon Vorschläge für eine automatische Fischfarm. Was ginge? Weiß nur nicht, ob ich da die Zeit für investieren möchte. Die Idee dahinter wäre folgende. Ich nehme einfach den Streifen hier, mache den ein bisschen breiter. Mache dann ein Ärmchen. Ich kann das rauslaufen. Mache dann ein Ärmchen hier so hin. Und einfach eine Kiste. Und sobald der Fisch wird jetzt echt zu dem... Warte. Ach Mist, jetzt geht er wieder weg. Aber ja, es dauert halt. Aber zwischendurch kann es passieren, dass ein Fisch in die Nähe von dem Ärmchen kommt und dann müsste, könnte eventuell vielleicht eingefangen werden und in die Kiste geschmissen werden. Ja, aber ich denke, ich habe erstmal genug zu essen. Das sollte okay sein. So, mach das mal dicht hier. Die sind alle voll. Hier fehlt irgendwie was, kann das sein? Ah, das Blueprint wurde wahrscheinlich nicht ganz gesetzt. So. Achso, es wurde übrigens gerade dunkel und ich wollte los, wenn es dunkel wird. Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe die Mine, ich habe ganz viele Solar Panels und Basic-Dinger. Ich habe Türme, ich habe Money für die Türme, ich habe hier keinen Weg. Essen, Trinken, Luft ist okay. Ja, dann runter. Die Blueprints halten echt nicht lange. Ich bin so verwöhnt von dem Shadow Modpack. Den hätte ich jetzt gleich, um das Ganze zu entschärfen, einfach erforscht, dass die Blueprints länger liegen bleiben und die Roboter damit mehr Zeit haben, es zu setzen. Need more working radars, ja. Einen kann ich bauen. Das wird gleich interessant, ja. Follower Robot Count. Das nächste wird ein bisschen teuer, oder? Ja, 200 hellblau ist echt ein ganz schöner Happen. Oh, die nächste A von Roboter kostet auf 200 hellblaue. Nee, ich glaube, ich lasse die dann erstmal so, wie sie sind. Mehr Logistik-Slots, nee. Nee, ich lasse die Forschung erstmal wieder kurz ruhen. Und die Kisten sich füllen, dann passt das hoffentlich. So, wo ist jetzt schon wieder der grüne Punkt? Ich sehe die auf der Karte nicht so ordentlich. Das war der da, ne? Ich glaube schon. Ein bisschen weiter links und ein bisschen nach unten. Das da. Das wird man auf YouTube nicht sehen können, weil es gleich verpixelt wird. Aber da ist es. Das ist übrigens echt albern, dass wir es immer noch nicht hinbekommen haben, mit einem Codec ordentlich zu arbeiten. Also selbst wenn ich die Videos mit guter Qualität hochlade, werden sie halt vermurkst, um Bandbreite zu sparen. Ich glaube, die dürfen schon langsam genug Geld haben, um ein bisschen an der Bandbreite, ne, drehen zu können. Ah, gut. Mecker, mecker, mecker und so. Hier können wir jetzt überall Solarpanels sehen. So, du müsstest jetzt durchgehend laufen. Genau. Kiste, Kiste. So, und selbst mit 100% ist das nicht so ein Flop, 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 Flop. Sondern das brauchst wohl doch eine ganze Weile. Wie viel haben wir drin? 68 jetzt noch. Ja, ich könnte das ein bisschen kompakter machen. Kann ich da nämlich auch Mauern drumherum machen. Und Türme. Und dann kann ich es vielleicht doch alleine lassen. Jedenfalls für so ein paar Sekunden, um hier in der Gegend umzustapfen. Achso, und Akkus bräuchte ich denn ja theoretisch auch. Na? Ja, aber trotzdem noch 100%, ja. So. Könnte man glatt gut aussehen lassen. Da jetzt mit zwei Abstand Mauern rum. So.
Ich maue jetzt deren Gebäude mit ein. Das ist, ja, gut. Meine Mauern reichen nicht, aber das ist okay. Hauptsache, wir haben so ein bisschen was an Verteidigung. Da. Das ist dann wohl das größere Problem von den ganzen. Wir können keine Türme aufbauen in der Nähe von Gebäuden. Ja, gut. So sollte ich zumindest eine Warnung bekommen, wenn das Ding eingegriffen wird. Habe ich Tore dabei? Kann ich Tore bauen? Bauen muss. Achso, ich brauche nur ein Tor. Ist. So. Ich will nur gucken, wie es mit Marco aussieht. Ja, der wird nicht voll. Der wird nicht voll vor der Nacht. Und er wird auch nicht so lange halten, aber. Ja, naja. Ist ein Anfang. So, 12 Illyrium. Das heißt, es sind nur noch 56 drin. Das ist einigermaßen gut machbar. Die Eier. Wir hatten letztes Mal einen Lua-Fehler, als die Eier rechtsklick abgebaut wurden. Aber wenn sie zerschießt, war es eigentlich okay, ne? Splush. Ja, das mit dem Essen ist nur. Es wäre halt eine interessante Alternative zu den ganzen Tag nur Bäume oder Fische essen. Aber nee, ich will nicht wieder irgendwelche Lua-Fehler bekommen und den Safe Game eventuell korrumpieren und was weiß ich. Dann mache ich schön so. Splosh, alles gut. Was bist du? Tree 9 Red. Tree 7. Das ist irgendwas Neues, was noch nicht ganz angepasst wurde. Ein Untergrundangriff, 61 Türme schießen, sollte okay sein. Zerstört wurde nur ein Ärmchen. Jap, was ist das da? Vier Türme schießen. Ein Turm schießt, alles ist vorbei. Gut. Wird einfach mal gekonnt ignoriert. Oh, ich könnte hier unten versuchen, ein, zwei Gebäude zu zerstören vielleicht. Dann kriege ich noch einen Grinder hin. Ja, mach mal. Setz mal die Türme hier hin. Ja, setz mal die Türme. Ist das nein? Nein. Ah, hier geht. So, more working radars. Ich hoffe mal, dass jetzt die einfach nur nicht ganz so häufig schießen oder irgendwie so. Ich weiß, ihr müsst nichts sagen. Es sieht komisch aus, aber es könnte kurzfristig helfen, dass die Dinger nicht total zerstört werden. So, jetzt gehe ich runter. Mach erstmal das hier kaputt, damit der Turm weggeht. Geht er nicht, weil das Ding noch in der Nähe ist. Okay, dann muss das Ding auch noch weg. Danach kommt Hydralisten-Dance. So, ich weiß, oben ist noch einer damit bespuckt, aber ich will das Gebäude lieber erst zerstören, bevor die nächste Welle spawnt. Sehr gut. Die Königin scheint nicht angreifen zu wollen. Das ist die Königin. Ich hätte nichts sagen sollen. Okay, oder sie schießen einfach gar nicht. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist ein Rohr. Ah, die ist klug, die ist klug. Ja, kein Wunder, dass sie die Königin ist. Sie kann nur Rohren ausweichen. Das ist, legitim und okay und so. Ja, lauf mal weiter zu den richtigen Türmen. Jo. Für solche Gelegenheiten würde es sich dann wahrscheinlich auch lohnen, diese Schnelllaufbeinchen im Inventar zu haben. Reintun ist Verschwendung, weil die Beinchen verballern die ganze Energie. Aber Inventar tragen ginge.
So, Splush. Okay. Wieder runter. Das Delirium abholen, das sollte ja schon fast fertig sein. Dann kann ich das Ganze wieder abreißen. Und hey, ich habe genug Artefakte bekommen, um den nächsten Grinder zu bauen. Nur werde ich nicht die Ressourcen haben. Doch, habe ich. Sehr schön. Die nehme ich mal mit, nur für den Fall, dass die Delirium-Mine unten doch noch nicht ganz fertig ist. Dann kann ich nämlich das Loch zumachen mit einer richtigen Mauer. So richtig dekadenten Steinmauern. Nicht irgendwelchen Eisenrohren. Wobei die Eisenrohre eigentlich wertvoller sind, oder? Ansichtssache wahrscheinlich. So. So. Was haben wir da? 27 Stück noch. Boah, das geht doch einigermaßen gut. Das heißt, die haben auch nachts gearbeitet. Oh, warte, ich könnte jetzt eine Radarschüssel bauen, die ich hier mit hinsetzen. Haben wir immer noch minus 2. Vielleicht schießen sie hier jetzt. Das ist eine Hoffnung wert. Und wenn nicht, dann laufe ich einfach wieder ganz nach oben. Bin da ja flexibel und so. So, hier sind überall Eier. Da unten ist ein Pool und ganz viele Türme. Das waren sehr viele Kamikaze-Einheiten. Ja, ja, hau mich doch. Ist egal. Oh, ich hab den Schirm abgerissen. Scheiße. Minus 1, ernsthaft? Hey, das geht ja. Hey, das geht ja echt. Wow. Ist das neu? Also ich weiß, ich hatte schon mal am Anfang versucht, die Königin anzugreifen, also regulär anzugreifen, und das war ein Lacher. Aber jetzt, Heil, 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 heil. Okay. Nee. Ja, sehr schön. Ich hab zwei neue Sachen gelernt. Zum einen sind Rohre gar nicht so schlecht, wie man denken mag. Die funktionieren nämlich. Ja, okay, ich habe drei Sachen gelernt. Rohre sind toll. Das Heilpack ist toll. Und was war das andere? Genau. Und ich kann inzwischen mit der Gatling Gun genug Schaden machen, um eine Königin zu killen. Also ich muss nicht jedes Mal diese doofen Türme aufsetzen. Und wenn ich jetzt die besseren Anführungszeichen Munition noch herstellen würde, beziehungsweise erforschen, nehme ich die da. Und dann die Munition finde, die gut ist gegen Gebäude, und die Munition finde, die gut ist gegen Königin, dann kann ich damit genau gezielt das jeweilige Ding angreifen. Also wenn eine Königin kommt, Magazin rein für Königin killen, Königin wegballern, und dann, wenn noch die Gebäude da sind, wechsle ich auf eine andere Munition, vielleicht diese, was auch immer, ja, das ist Illyrium, nein. Aber die hier vielleicht, die würde ich dann gerne erforschen. So, geht das her, hier sind nur noch 15 drin, ja, das dauert nicht lang. So, und ich brauche mehr von den Packs da. Da hatten wir, glaube ich, irgendwo eine Fabrik, die ich aber deaktiviert habe. Die würde ich gerne wieder aktivieren und gucken, ob man mehr als ein so ein Ding hier unten drin haben kann. Okay, nächster Schritt. Da ich jetzt weiß, dass ich die Königin töten kann, gehe ich doch einfach mal mit der Gatling Gun. Also ich habe jetzt zu lange gewartet. Ich weiß, ich hätte wahrscheinlich, nachdem die Königin tot ist, direkt runterlaufen sollen, aber das Schild war so verdammt niedrig. Da habe ich mich nicht wirklich getraut. Aber jetzt mit einem halben Schild könnte es fast gehen. So. So, da kommt sie. Genau wie eben, oder? Okay, kann ich jetzt noch irgendwas töten? Nee, heil. Boah, ich muss so viel hin und her wechseln. Aber es geht. Es geht auf jeden Fall. Ich kann die Basis da unten knacken. Ich brauche nur noch ein, zwei Heilpacks. Ich brauche ein bisschen mehr Muni. Ja, und vielleicht die neue Munition nochmal austesten.
So, jetzt warte ich eigentlich nur drauf, dass das hier fertig ist, was nur noch 6 Stück sind. Und es wird gerade Nacht. Ich glaube ja. Okay. Aber das mache ich nicht morgen. Mit der Basis da unten weiter ein bisschen zurechtstutzen. Ich werde morgen mich erstmal darum kümmern, das Illyrium zu verarbeiten. Eine neue Fabrik aufbauen für die andere Munition. Einfach nochmal zum Testen. Dann werde ich die... regulärer Angriff, ja. Dann werde ich die Medpack-Geschichte wieder aktivieren. Beziehungsweise gucken, ob das überhaupt deaktiviert wurde und vielleicht die Kisten nur voll sind. Was auch immer da genau der Fall ist. Und dann übermorgen oder übermorgen irgendwie so schaue ich dann hier. So, es läuft jetzt nur noch über Akkus. Ne, stimmt nicht. Es kommt immer was raus. Einer ist nur noch drin. Ja, das werden die Akkus schaffen. Das heißt, ich kann die schon mal abbauen. Würde ich nämlich ungern hier lassen. Die Mauern lasse ich da nur für den Fall, dass wir das hier irgendwann nochmal als Zwischenposten benutzen. Oder zum Weglaufen oder was auch immer. Warum britzelt ihr jetzt? Achso, wegen der Radarschüssel. Die muss ja noch versorgt werden. Na, ist okay.